Bock auf einen Yeti? Oh, hallo, hallo, hallo. Oha. Also den Alpha-Yeti im dunklen Wald, ne? Und falls ihr komische Geräusche hört, ich bin ja Papa im Real Life und ich habe ein Bibi-Phone hier, also nicht wundern. Lass mal Like und Abo da für Bibi. So. Aber das hier sind meine wahren Babys. Im Real Life braucht man nicht. Also gut. Müssen wir mal ein bisschen auf Reisen gehen. Ich würde gerne mal, hier hinten habe ich gesehen, ist ein Labyrinth. Habe ich gesehen, als ich auf einen Screenshot fürs Thumbnail unterwegs war. Und dann habe ich doch selber ein Bild gebastelt. Aber guck mal da, ein Labyrinth. Unser Inventar ist leer, das ist schon mal gut. Dann können wir mal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwas finden. Hallo, sind das vielleicht diese Stahlblätter, die ich brauche? Au, 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 au. Ah! Hat das Dornen? Das ist aber mies. Hallo? 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 Wenn ich dran gehe, kriege ich keinen Schaden. Warte mal, kann ich mich nicht einfach drüber bauen? Also jetzt mal ernsthaft. Überall Leuchtkäfer. Kann ich jetzt nicht einfach so machen? Spawner? Und irgendwer knurrt hier. Hallo, wer knurrt denn hier? Ist doch nicht der da. Doch, es ist der. Ein böser Hundespawner. Machen wir den mal weg hier. Komm ich dran? Ja. Wow. Wow. Brauche ich auf jeden Fall. Warte, was ist das hier? Was ist das? Eine Lebenswurzel? Was ist das hier? Okay, da kommen Sticks raus. Gut. Ich weiß noch nicht, was ich mit einer Lebenswurzel mache, aber wir haben eine. So, jetzt schauen wir mal weiter, was es hier noch so an Kisten gibt. Aua, aua, aua. Ganz viele Leuchtkäfer, warum auch mal. Ich weiß noch nicht. Da... Noch mehr Leuchtkäfer. Ein bisschen Zuckerrohr. Das ist ganz gut. Können wir anbauen. Wenn ich... warum kriegen die Schaden? Ach, weil die da unten drauf hüpfen. Okay, nichts Sinnvolles. Alles irgendwie ungeil. Aber ich würde gerne mal eine Schere holen und gucken, ob das die Blätter sind, die ich glaube, die es sind. Dann könnten wir uns nämlich schon eine Rüstung machen. Sind es Stahlblätter? Okay, das funktioniert schon mal nicht. Okay, da kriegen wir es auch nicht wieder. Auch nicht. Okay, die kriegen wir auf jeden Fall nicht irgendwie abgebaut, ne? Der Hügel ist doch verdächtig, oder? Gucken wir mal. Ich bin jetzt einfach auf ein bisschen auf Erkundungstour und guck mal, ob ich neue Points of Interest finde. Als wäre ich nicht interessant genug. Aber der Hügel sieht so aufgeschüttet aus, so perfekt. Okay, irgendwie nö. Aber dafür ein Eisbiom. Da hinten nochmal den Lichtkönig, wenn wir nochmal wollen. Oh, guck mal, Yetis. Da sind Yetis. Habe ich keine Pfeile mehr? Oh nein, wahrscheinlich habe ich die weggepackt, weil ich sehr schlau bin. Warte mal, gucken. Yeti. Hallo. Seid ihr böse? Also ein richtiges Rudel, ne? Was ist denn für ein Riesenhund? Ja, komm. Komm schon. Oha. Alter, was geht mit ihm? So. Rastet völlig aus. Kriegt dadurch ja wirklich Leben. Hat er mich einfach getragen? So, weg mit dir. Oh, guck mal, die große Mauer. Und, okay. Sollte ich hier sein? Ich habe das Gefühl, ich bin hier ein bisschen... das sieht nicht gesund aus. Aber okay. Wir machen uns mal gerade eine Werkbank und gucken mal, was wir mit diesem Arctic-Pelz machen können. Jetzt haben wir 8 Stück davon. Dann schauen wir mal. Oh, kann man färben? 2 Rüstung, 2 Härte. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was hat denn hier? 2 Rüstung. Das ist besser als meine Eisenrüstung. Beine haben 5, 2. Ja, oh wow. Okay. Ich bin Kenny von South Park. Jetzt brauche ich noch was zu essen. Kann ich mir noch eine Angel... Ich kann mir noch eine Angel machen. Dann tue ich hier einfach was angeln und guck mal, dass du irgendwie hier... Essen auf Kette kriege.
Oh, guck mal, eine Höhle, eine Höhle. Ich glaube, hier finden wir den Alpha-Yeti. Ist da ein Spawner? Ich glaube, da ist ein Spawner. Ich habe so ein bisschen Schiss, hier reinzugehen. Erstens sind die Yetis. Und zweitens hier alles Eis. Das ist halt richtig Käse. Okay, ich brauche hier einen Block, damit ich jetzt zur Not hochkomme. Aber Wolf, Wolf, nein. Hallo? Oh, hallo, hallo, hallo. Oha. Oha. Was ist das denn? Was? Ach, jetzt hat er ein Schild ab, oder was? Jetzt müssen wir warten, bis das weg ist. Ruhig dich jetzt. Kann ich nicht einfach eine Fackel in dich reinstecken und dann hast du verloren? Also das klingt ein bisschen falsch, aber... Komm. Yes. Alpha Yeti. Alpha Yeti. Und der hat nichts gedroppt? Gar nichts? Ach, wahrscheinlich wieder eine Truhe, ne? Ja, ja, klar. Logisch. Den Kopf. Dann Yeti-Fell. Und Eisbomben. Okay. Ich bin weg. Oh, jetzt. Danke. Oh, diese Wölfe sind echt anstrengend. Okay, jetzt will ich nur noch raus hier aus dem Gebiet. Ich kann hier einfach durchlaufen, hoffentlich. Ohne. Nein, nicht. Lass mich. Au, au, au. Nicht werfen. Hab mich lieb. Ich hab dir nichts getan. Puh, okay. Aber das war jetzt kein story-relevanter Boss, glaube ich. Nur was machen wir mit Alpha-Yeti-Fälle? Können wir damit wieder Rüstung irgendwie machen? Gucken, wenn ich hier so mache. Jo. Oh, Schutz 4 Federfall. Das ist ja cool. Und ein Helm hat... Okay, Schutz 2, Rüstung 4, Rüstungshärte 3. Okay, aber da mache ich mir doch eher Schuhe draus, oder? Rüstung 3, ja, mit Federfall, Schutz. Ich habe nicht genug. Ich müsste noch mehr Yetis jagen, ne? Für so eine Yeti-Rüstung. Ob wir noch mehr solcher Yeti-Höhlen finden? Ja, werden wir mal zum Yeti-Jäger. Ich werde jetzt auch einfach nur mit Anlauf durchrennen. Und immer gucken, ob ich so eine Höhle finde. Nicht werfen, hör doch auf. Oh, hier ist noch eine. Jo, das geht. Das geht. Das ging ja schnell. Ich habe jetzt nicht mehr viel Essen, aber... So süß, wie er sich hinsetzt, ne? Weil er eine Pause braucht. Und noch mehr Yeti-Fälle, das ist echt gut. Und noch eine Yeti-Trophäe. Was, oh Gott, so viele Trophäen. Wir suchen den nächsten. Zwischendurch wieder Nahrung beschaffen. Und jetzt auch noch Schneeregen. Das ekelhafteste Wetter, das es gibt. Naja, ich glaube, wir haben genug. Ich glaube, ich finde nie wieder nach Hause. Aber ich glaube, das soll man hier auch gar nicht. Guck mal, hier ist schon wieder so ein Riesenhügel. Es muss doch, irgendwas muss doch mit diesen Hügeln auf sich haben. Da ist ein Haus. Und da ist auch irgendwie ein kleines Häuschen. Ich gehe jetzt, oder ist das ein Brunnen? Oh, da nochmal Yeti. Ich habe noch nicht genug Yeti, aber wir gucken mal da und da. Ich klopp hier einfach mal rein. Das sieht so künstlich aus. Okay, ein etwas fertigerer Brunnen. Etwas größer. Oh, ein Fass am Boden. Eisenholz. Warte, ich muss nochmal hoch. Okay, ein Totem der Bewahrung 2. Was auch immer das macht, weiß ich nicht. Aber Eisenholz? Was können wir aus Eisenholz machen? Müssen wir direkt gucken. Ich bin ja neugierig. Ah, Goldklumpen, Roheisen und Lebenswurzel gibt mir Eisenholz. Und daraus kann ich diese Rüstung machen. Aha. Jetzt habe ich aber schon bessere. Warte mal, ist da eine Höhle drin? In dem Sumpfbiom. Ich suche eigentlich noch einen Yeti, dann haben wir die Yeti-Rüstung komplett. Aber, lass mal gerade gucken. Hallo? Hallo? Hey, was bist du denn? Du bist ja ein cooler Slime. Du schießt ja kleine Schleimbälle. Bleib hier. Ich krieg dich. Du willst oder nicht? Nein, bleib hier. Wie cool. Die sind ja viel cooler als die normalen Slimes. Aber okay. Hier ist ein Dungeon. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben halt nur nichts zu essen. Das ist echt nicht gut. So, noch den Helm. Dann sind wir fast komplett. Fehlen nur noch die Beine. Leider fehlt mir dafür ein Yeti-Fell. Oder? Nee. Perfekt. Oh, nice. Kriege ich jetzt ein Achievement? Ich sehe ein bisschen aus wie ein blaues Axolotl, oder? Und jetzt gehen wir mal hier runter. Würde ich sagen.
Oha, ein Riesenslime. Ich weiß noch nicht so genau, wonach ich suche, aber ich laufe. Oh, okay, was auch immer. Was bist du denn? Lässt du mich los? Geht mit ihm. Hier rennen Minotauren rum. Oh. Oh, die lassen was zu essen fallen. Was ist das denn hier? Kriege ich hier Fackeln? Danke. Hilfe, wonach suche ich denn? Ich glaube, hiernach suche ich. Hier geht es nämlich eine Etage weiter runter. Sieht genauso aus wie vorher auch. Okay, ich hoffe, es ist safe. Da ist eine Truhe, lass mich ran. Lass mich ran. Danke, und? Okay, warte. Ich muss erst mal gucken, hier laufen. Ich höre Schritte. So, wir müssen mal gucken. Labyrinthwaffel, was ist das denn? Totem der Bewahrung 1. Roter Faden. Ich habe... Wohin mit dem ganzen Kram? Ein Pilzraum. Und Fackeln. Bin ich hier richtig? Noch eine Truhe. Oh, Stahlblatt. Das haben wir gesucht. Stahlblatt. Und Kohle ist auch sehr gut. Rohes Mieffleisch. Können wir schon mal braten. Wo rennst du denn jetzt hin? Okay. Mit dem Kopf an der Wand. Ich weiß nicht, Stahlblatt. Ich nehme es mal mit, weil wir haben ja jetzt den... Was ich mit den Labyrinth-Waffeln mache, weiß ich auch noch nicht. Aber wir haben ja jetzt den, die Yeti-Rüstung. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, wie sehr wir das noch brauchen. Ach, guck mal, da ist ein Spawner. Boah, weißt du, wie lange ich hier drin schon unterwegs bin? Hallo? Oh, Mino-Schwammerl. Schau auf. Oh, okay, der hält ein bisschen was aus. Ja gut, das ist aber easy. Kommt ja nicht durch, ne? Und du kannst mal gerne deine Diamant-Axt da fallen lassen. Da bin ich voll dabei. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile. Komm schon. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Okay, das hat gut gepasst. Das hat sehr gut gepasst. Okay, Gold-Axt brauche ich nicht. Pilz brauche ich nicht. Ist da sonst noch irgendwas? Nö, nur Pilze, ne? Was hier drin? Was haben wir hier? Diamant-Axt des Minotauren. Extra Damage, während man charged. Kann ich das dann auch? Sehr cool, warte mal. So. Nee. Keine Ahnung. Oder ist das hier chargen? Also sprinten. Aber nice. Ein Süppchen, Mief Stroganoff. Schlup, schlup, schlup. Gewaltiger Stroganoff. Ah, hier. Esse Mief Stroganoff, um deinen Körper gegen die Hitze im Feuersumpf ready zu machen. Und da wäre dann die Hydra. Okay, ich glaube, ich finde hier nie wieder raus. Das kann ich alles nicht abbauen. Oh, warte, hier. Ey, da ist Bedrock drumherum. Ich muss den Weg wieder rausfinden. Ich bin eine Stunde hier rumgeirrt. Oh, boy. Ist doch nicht euer Ernst. Wie mies ist das denn? Ich bin jetzt hier und ich habe keine Blöcke, da hochzukommen. Also, ich habe... Oh no. Ich habe wirklich... Ich muss doch irgendwo... Ich brauche nur einen Block hier. Gib mir einen Dirtblock, komm. Ja, reicht. Damit ich auf den Zaun komme und dann kann ich Zaun auf Zaun bauen. Sehr gut. Ich komme raus. Oh. So, und jetzt? Haha. Ich habe es rausgeschafft. Eieiei. Aber eine Sache müssen wir noch. Ich habe gesagt, ich möchte so einen komischen Hügelei anschaufeln. Wo auch immer wir jetzt noch eins finden. Aber ich glaube, wir finden tatsächlich wieder nach Hause. Ich glaube, wir sind nämlich gleich einmal rumgelaufen um das gesamte Eisbiom und sind dann wieder fast daheim. Keine Ahnung, wo ich bin. Aber da ist so ein Hügel und ich werde jetzt da reinbuddeln. Und wir, da drinnen ist nichts. Die sehen so künstlich aus. Könnte aber der Hügel sein, über den wir drüber sind und dann das Eis... Oh! Könnte der richtige Weg nach Hause sein, ne? Aber warte. Mhm. Oh,
Oh, das war knapp. Stimmt, Glowstone hängt an der Decke. Vielleicht hätte ich... So. Gib mal hier Leuchtsteinstaub. Cooler Name. Also ich finde den echt cool. Oh, in diesen Hügeln findet man die Ressourcen. Ein Haufen Kohle, Kupfer, Glowstone. Wahrscheinlich auch irgendwo noch Eisen oder in den größeren Hügeln dann... Da, Eisen... Oh Gott, okay. Hier muss man also nach seinen Ressourcen suchen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay. Kleine Spinnen mit Skeletten drauf. Das ist ja schon mal lustig. Ja, komm, was ist denn los? Oh, war es das schon mit deiner Spinne? Das tut mir ein bisschen leid für dich, kleine Skeletti. Leere magische Karte, Eisen, Karotten, Kartoffeln. Okay. Okay, diese Höhlen sind also offensichtlich absolut der Starter-Spot. Also da hätte man direkt hingehen sollen. Gut, jetzt weiß ich's auch. Hilft mir nur nicht mehr. Und jetzt gucke ich, ob es der richtige Hügel ist. Also ob hier hinter unser Zuhause kommt. Es ist der richtige Hügel. Ich bin wieder auf der Map. Wie geil. Ich hätte eigentlich in die völlig andere Richtung erkunden sollen mit der Map und so. Und ich renne einfach aus der Map raus. Ich bin so ein Horst. Ich sehe ein Lagerfeuer. Hundis! Ich bin wieder da. Hundis, ich bin wieder da. Ja. Ja. Ich bin wieder hier. Okay, nächste Folge. Gehen wir ein bisschen mehr nach der Karte. Suchen noch ein paar Bossmonster. Du likest und abonnierst. Ciao. Mit V.